Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Argo Swing Box von BeatHide. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch der Link zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Argo Swing von BeatHide, das Ganze heute am 22. Februar 2019 erschienen. Es ist, wie ihr sehen könnt, eine unfassbar große Box. Also ich muss ehrlich sagen, es ist, glaube ich, eine der größten deutschen Boxen, die ich je vorgestellt habe, wenn nicht sogar die größte. Also sowas sieht man echt selten. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, wir schneiden hier seitlich mal ein, um die Folie abzumachen. So, und wir schauen noch mal ganz kurz, wir hatten nämlich auf der Rückseite scheinbar einen Sticker drauf. Hier lesen wir noch BeatHide Argo Swing Limited Box Edition. Dann haben wir die Credits zum Album und einen Barcode. Gut, so viel dazu. So sieht das Ganze aus. Die Box ist in Schwarz und Silber gehalten. Wir haben hier oben einmal den Schriftzug BeatHide. Dann haben wir hier in der Mitte dieses Logo, also das B, das BeatHide B. Und dann haben wir hier so Klaviertasten und zwei Trompeten. Also das Logo, das Artwork von Argo Swing. Dann dieser Schriftzug Argo Swing darunter. Und das Ganze wird dann hier noch abgerundet mit so entsprechenden Verzierungen, solchen Elementen. Sieht echt schön aus. Einerseits Argo Swing so ein bisschen vom Designer so älter und das Design aber da rundherum sieht ein bisschen futuristisch aus in meinen Augen. Also das wiederum moderner. Schöner Mix. Gut, wir haben hier auf der Unterseite auch diese Konturen, diese silbernen Linien. Rechts ebenso inklusive BeatHide B. Oben dann auch wieder diese Linien mit Krone, auf der linken Seite wieder das B. Und ich möchte die Box jetzt nicht allzu sehr heben, weil es sonst wieder scheppert. Die Unterseite ist, wie ihr sehen könnt, komplett in Schwarz. Okay. Der Deckel ist abzunehmen. Es ist keine Klappbox, der geht wirklich vollständig ab. Wenn auch mit etwas Mühe. So, von innen ist das Ganze glatt weiß. Und dann haben wir hier einmal eine 2-Schichten Luftpolsterfolie. Ja, gut, spätestens jetzt weiß ich, warum das so geklappert hat. Denn die Box dürfte beim Transport ziemlich wild behandelt worden sein. Denn wie ihr sehen könnt, haben wir hier so eine Schaumstofffüllung unten. Und in diesem Schaumstoff hat wirklich jeder der Boxinhalte Platz oder hat so seine vorgesehene Form, allerdings sind die nicht mehr drinnen. Gut, dann sparen wir uns etwas Zeit beim Auspacken. Wir werden mal ganz kurz die einzelnen Sachen aus der Folie holen. Das Einzige, was hier wirklich drin geblieben ist, ist dieser kleine Schnapsbecher hier, dieses Stamperl. Gut, also wir haben hier einmal einen Thermosbecher, dann einen kleinen Schnapsbecher. Ein Besteckset bestehend aus einem kleinen Löffel, also ein Teelöffel, ein Messer und eine Gabel. Okay. Dann haben wir einmal das Tape, also Argo Swing auf Kassette und zusätzlich natürlich das Album an sich in einem sehr speziellen Cover. So sieht die Box dann aus. Wie gesagt, wir haben hier so eine Schaumstofffüllung im Boden. Das Ganze kann man dann hier sogar rausnehmen, also ist nicht eingeklebt. So sieht das dann unten aus, auch wieder glatt weiß mit so einer extra Schicht Schaumstoff. Ich werde den jetzt hier drin belassen. Und ja, ich hoffe mal, dass wenn ihr die Box bestellt habt, dass die bei euch besser ankommt als bei mir und das nicht so kreuzquer darin liegt, sondern die Box wirklich, dass ihr die so aufmacht und so vorfindet, wie das Ganze vorgesehen ist. Gut, wir machen das Ganze mal wieder zu und kommen zum Album, das ja noch eingeschweißt ist. Das heißt auch hier wieder aus dem
Plastik aus der Folie befreit werden muss. So. Gut, wir haben hier ein sehr spezielles Case. Und zwar eine Variante, die ich so noch nie zuvor gesehen habe. Wir haben hier eine silberne Metallbox. Das Ganze ist hier entsprechend gedruckt, also gestanzt, dass man hier wirklich auch das Ganze fühlen kann. Agro Swing hier in schwarz, dann darüber wieder das Logo. Auf der Unterseite haben wir auch hier wieder die Credits und einen Barcode. Barcode deswegen, weil man dieses Stück hier, also das Album in diesem speziellen Case, auch regulär kaufen kann. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze ist hier dann abzumachen, wenn es geht. Schauen einmal rundherum. Irgendwie kriege ich das Ganze jetzt nicht auf. Wir werden mal ein bisschen... Ich habe Angst, dass ich hier was kaputt mache. Kleiner Moment. Eieiei. Okay, also das ist echt verdammt schwer, das zu öffnen. Oder ich bin einfach nicht imstande, weil ich irgendwie nicht weiß, wie dieser... Ah, jetzt dürfte ich es geschafft haben. Oder auch nicht, wie dieser Mechanismus funktioniert. Also, falls ihr die bei euch zu Hause habt, ich wünsche euch, dass ihr das leichter schafft. Oh, so, aber jetzt. Ich habe echt Angst gehabt, dass ich den Deckel oder das Ganze irgendwie beschädige, aber man braucht echt einiges an Kraft. Falls ihr das irgendwie leichter geschafft habt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Gut, wir haben hier ein sehr spezielles Booklet und zwar ist das hier rund gehalten. Wir haben hier einmal CD1 und wir haben hier auf CD1 16 Tracks. Und zwar haben wir hier Features von Schizo, Smokey, Blockmonster, Came, Rhyme & Simon, Jo, Hera, Monzi D und Sebi von Massendefekt und Seda oder Kada. Okay, also die letzten vier Feature-Gäste hier, muss ich ehrlich sagen, sind mir kein Begriff. Also die kenne ich nicht. Sorry, falls ich die falsch ausgesprochen habe. Und dann haben wir hier auch noch CD Nummer 2. Und hier lesen wir dann Demo 1, 2, 3, 4. Also vier Bonustracks gibt es da noch extra auf CD 2. Und dann haben wir hier noch die Credits. Also hier haben wir die Infos, wer das Ganze hier produziert hat. In diesem Fall BeatHide. Wer da mitgewirkt hat an dem Album etc. etc. Gut, also ein sehr minimalistisches Booklet. Ein, zwei Seiten hier, mehr ist das nicht. Und dann kommen wir zu den CDs. Wir haben hier CD Nummer 1. Und das gefällt mir schon mal richtig gut. Denn die ist vom Design her wie so eine kleine Vinyl gehalten und sogar die Rillen hier sind mit verarbeitet. Also, sehr schön gemacht. CD Nummer 1 lesen wir hier links und rechts. Agro Swing. So sieht das aus. Glatt schwarz. Jawohl. Schöne Detailarbeit. Und dann haben wir hier noch die CD Nummer 2. Hier, wo sich eben diese vier Bonustracks befinden. My Name is Cheetah. Also diese vier Bonustracks ja von Cheetah. So sieht das aus. Ich habe von dem guten Mann auch noch nichts gehört. Schauen wir mal, was da so drauf ist und ob die Tracks was können. Und zum Abschluss gibt es auch hier wieder so eine kleine Schaumstoffeinlage, um das entsprechend zu polstern. Gut, dann machen wir das mal wieder hinein. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, von der Kreativität ist es auf jeden Fall ein Hingucker und echt stark gemacht. Allerdings muss ich sagen, ich persönlich hätte ein reguläres Joule-Case oder ein Super-Joule-Case oder von mir ist auch ein Digipack bevorzugt, so schön und so hochwertig das hier scheinen mag, denn das Ganze ist rund, bedeutet es rollt vielleicht sogar weg, wenn man es dann so ins Regal stellt und es ist natürlich dann schon noch etwas unpassend in meinen Augen im Regal zu stehen bei meinen ganzen restlichen CDs, die ja dann doch eckig sind, deswegen hätte ich dieses Album lieber als Joule-Case gehabt. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Gut,
Dann haben wir hier einmal das Album als Tape, Agro Swing. Das Tape in schwarz gehalten, Agro Swing, ansonsten hier wirklich alles in schwarz. Und wenn wir hineinschauen, dann haben wir hier einmal die Kassette mit A-Seite und natürlich B-Seite. So sieht das aus, in schwarz und silber gestaltet. Und dann haben wir hier die Tracklist. Natürlich hat man nicht alle Tracks der CD hier draufgepackt. Das wäre nicht gegangen, aber wir haben hier zumindest 5 Tracks auf der A-Seite und dann nochmal 6 Tracks auf der B-Seite. Also 11 Tracks des Albums haben es auf das Tape geschafft. Auch hier wieder Credits, so sieht das aus. Machen wir das mal wieder hinein. So, jawohl. Und dann kommen wir zu dem Besteck bzw. zu dem Geschirrset. Wir haben hier tatsächlich zum ersten Mal in einer Box Besteck bzw. Geschirr. Und zwar haben wir hier ein Besteckset aus Messer, Gabel und Löffel bestehend. Es gibt einmal hier diesen Teelöffel und was man dazu sagen muss, jeder dieser Artikel ist hier gebrandet. Also wir haben hier unten am Stiel dieses B von B-Tight und das Ganze ist Edelstahl. Wir lesen es hier auch nochmal. Ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen. Hier steht Stainless Steel, also sowohl der Löffel als auch Gabel und Messer sind aus Edelstahl. Eine Gabel, auch hier wieder gebrandet. So sieht das aus. Und auch hier wieder. Sehr schön. Also, das kann man natürlich gut in der Vitrine aufbewahren. Und wenn dann die Schwiegermutter zu Besuch kommt, dann kann man mit Hilfe dieses Bestecksets auf jeden Fall Eindruck schinden. Und dann haben wir noch zwei weitere Artikel. Und zwar haben wir hier einmal einen Schnapsbecher, ein Stamperl, wie man in Österreich sagt. Und auch hier haben wir wieder ein B, also Krone und Rufzeichen auch wieder mit dabei. Alles hier gebrandet. So sieht das aus. Klassischer Schnapsbecher. Und eine Thermostasse, ein Thermosbecher, so wurde das, glaube ich, benannt. Ja, auch dieser in dieser Stahloptik. Und hier ist leider echt schwer zu sehen wegen dem ganzen reflektierenden Licht. Aber auch hier haben wir, ja, hier haben wir eine Dame abgebildet, eine knapp bekleidete Dame, die sich hier an diesem oder vor diesem B regelt. Schön gemacht, gefällt mir richtig gut. Da kann man auf jeden Fall seinen morgendlichen Kaffee oder Tee daraus trinken. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Tasse, dieser Thermosbecher, der Schnapsbecher, das Edelstahlmesser, Gabel und Löffel, dann das Tape, Argo Swing, 11 Tracks hier auf Tape und natürlich das Album an sich inklusive der Bonus-CD mit den 4 Tracks, insgesamt 20 Tracks auf dieser Edition. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box Agro Swing von B-Tight. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr B-Tight unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.